willkommen im Jazzkeller. Ich bin nämlich froh, dass wir unsere geliebte Musik fortsetzen können, anbieten können. So wie in so einem ganz oberedlen New Yorker Club durch die Großzügigkeit geworden. Zum Glück aber die alten Preise. Ich muss mich auch bedanken, dass ihr so schnell fortgesetzt werden könnt, weil da hinten ist so ein Luftfilter, der Abzug, der die Luft austauscht, das wurde alles erneuert und hat eine höhere Leistung. Und da haben wir ein gutes Gefühl, hier weiterzumachen, ohne den, naja, hätten wir wahrscheinlich nicht öffnen können. Hat eine Haufen Schwierigkeiten. Und die Menschen hier hinter dem Tresen, die überhaupt das ermöglichen, dass Leute sich registrieren können, den WLAN jetzt surfen. Also Philipp, unser Barkeeper, ist ganz nebenbei mein Sohn. Ja. Die beiden sind Grafiker von Beruf. Anna in Mexiko, so ja, mit Diplom. Und die haben hier so diese technischen Dinge. Oder wissen die mal selber erzählen? Ja, das ist nämlich diese Eröffnung. Also wir haben mehr Arbeit als vorher. Wir haben mit der Hälfte des Publikums Aber diese Arbeit macht verdammt viel Spaß. Und ich hoffe, dass wir das so lange wie möglich weitermachen können. Wenn sich alle ein bisschen dran halten mit diesen Vorgaben, schaffen wir das auch noch. Okay, stoppen braucht man hier nicht verbreiten. Ja. Leute, so. Aber wie gesagt, wir haben... Ja, lass mich doch mal! So lange! Ja. So, ja, hoffentlich funktioniert das Internet heute. Wir haben nämlich seit 3 Tagen einen Hotspot von der Telekom, das ist ein Access Point. Und da kann man auch unser Barmünchen wieder online digital abrufen. Wir haben ganz tolle Frühstücks. Aber jetzt höre ich auf, weil ich könnte jetzt hier stundenlang über Technik reden. Und läuft der Stream, das wir machen? Genau, wir haben halt einen Stream. Wer das heute ganz toll findet, kann Nummer 1 morgen nochmal kommen und sich das morgen nochmal anhören und hier Eintritt bezahlen und das hier vor Ort schauen können. Oder ihr guckt euch den Stream an. Jetzt bitte nicht, lieber auf die Bühne gucken, der läuft parallel. Kann man sich heute Abend nochmal anschauen. Wenn man so, und dann gab es noch ein paar andere Corona-Probleme bei uns. Denn die beiden Bläser, die Franzosen, die eigentlich eingeplant waren, die durften nicht reisen. So, und, aber John als Professor nebenbei kennt natürlich die Besten der neuen Generation, die hier auftreten können. Vielen Dank an Bernd Reiter, unser Donner, der die Ärmel hochgekrempelt hat von Österreich aus und das hier alles in Schwung gehalten hat. Und deshalb willkommen auf dieser Bühne. Aber der musikalische Kopf ist John Marshall. So.
St. Petersburg Junction. Thank you so much for coming out this evening. You're hearing on the piano Thilo Wagner. Yeah. The tenor saxophone Benedikt Jekyll. On the big beautiful bass, Stefan Ray. On the drumstick cymbals, all that good stuff. Band's writer. Okay, here's something from the great composer, arranger, Duke Pearson. We hope you enjoy it. It's called New Girl. Thank you.
Composers, the great Kenny Dorham, classic of his called Una Mas. Thank you.
I'd like to do one of these beautifully constructed old love songs for you. Words by Sammy Kahn, and the composition is from Saul Chaplin and H.H. Sarrett, dedicated to you. Dedicated to you.
just rings. Your name for it. Just Friends. Yeah. Okay. That's 8 bars. It's an intro. Thank you.
Bernd Reuter. Mit dem Bass Stefan Ray. Und Kevin Saxophone. Benedikt Jeckler. Before we take a break, we got another lively number for you. I just call your attention to the current CDs. Some of these are sold out, but this is the St. Petersburg sessions recorded in Russia with some great guys. I have things here with studio things in New York and recorded on the road in Germany. Grant Stewart, come see us on the break or at the door if you're interested. So here's an original to finish this first half of our show. This is Autobahn Gewidmet. Fahrt auf Vergnügen.
Thank you.
Thank you.
another composition from the great Duke Pearson. He calls that one, Is That So? Right now we're going to go to a classic from the giant of giants, Dizzy Gillespie, contributed so much in so many ways to the music, and this is one of his classics, Tin Tin Dale. Thank you.
King Timberio. Okay, here's a tune that became quite a hit, kind of accidental hit in the 60s. It was from a Lee Morgan recording where they finished the recording, but the producer said, look, we need one more tune. We need one more piece. So. Dance floor? No, maybe not. Okay, it's side one. Thank you.
sad love song. Chet did this one. Just about everyone hope you enjoy it. My funny Valentine. Sweet, perfect Valentine.
old feeling. That old feeling. Thank you. Next on the piano, Thilo Wagner, please. On the drums, Bernd Reiter. On the bass, Stefan Ray. And we have a couple more numbers for you. Here's a cute little number from way back. That old feeling. Thank you.
Thank you for coming. Oh, Michael, how can you work?